Markus Kotzer, Sozialsprecher der Grünen, ist nun am Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Minister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuseherinnen von den Fernsehschirmen. Kollege Muchitsch hat bereits erwähnt, um was es heute geht. Wir beschließen hier heute die Pensionserhöhung für das Jahr 2024. Das Gesetz sieht vor und das Gesetz legt auch fest, dass entlang der Inflationsrate die Pensionen erhöht, wertgesichert werden müssen. Das tun wir heute, indem wir die Pensionen um 9,7% erhöhen. Der sogenannte gesetzliche Anpassungsfaktor Inflation. Die Erhöhung ist allerdings gedeckelt bei Pensionen, bei Sonderpensionen, die über 5.850 Euro liegen. Das heißt, ab hier gibt es maximal die Erhöhung um die bereits erwähnten 567,47 Euro. Wir halten das für sozial gerecht. Das heißt, die Masse der Pensionistinnen und Pensionisten erhält die Inflationsabgeltung. Und weiters beschließen wir heute, auch das hat Kollege Muchitsch bereits erwähnt, die sogenannte Schutzklausel, und zwar für alle diejenigen, die ab 1. Jänner 2024 in Pension gehen und dabei entweder die Alterspension antreten oder zu einem bestimmten Zeitpunkt in Pension gehen müssen, weil sie nicht anders können. Das sind vor allem Menschen, die in Arbeitslosigkeit sind, Ältere, und die die Voraussetzungen für die Korridorpension erfüllen und die Korridorpension in Anspruch nehmen müssen. Das heißt, die keine Chance haben, der Korridorpension zu entkommen. Auch für jene Korridorpensionistinnen, die bereits 2023 in Pension hätten gehen können, aber von sich aus den Pensionsantritt erhöht haben, und auch für all diejenigen, die die erhöhten Voraussetzungen für den Pensionsantritt erfüllen, wie beispielsweise die Voraussetzungen für die Schwerarbeitspension oder die Hackler-Regelung. Das heißt, für diese Gruppen, und das sind, glaube ich, 96% ungefähr der Pensionistinnen insgesamt, für die gibt es diese Regelung. Das heißt, für so gut wie alle. Alle anderen können sich ja auch freiwillig aussuchen, wann sie tatsächlich in Pension gehen wollen. So, und jetzt ist die Frage noch einmal, warum diese Schutzklausel noch einmal eingeführt worden ist. Weil eben unser Pensionssystem an sich ein sehr gutes ist, ein sehr gut ausgestaltetes, wo an sich über die Jahre hindurch die Pensionen regelmäßig aufgewertet werden, und zwar angelehnt an die Lohnerhöhungen, und im Alter dann um die Inflationsrate erhöht werden. Es aber ausnahmsweise in gewissen Jahren passieren kann, dass die Inflation über dem liegt, was der sogenannte Aufwertungsfaktor ist, also die Verzinsung des Pensionskontos. Und das ist dann, weil diese Verzinsung immer der aktuellen Inflation hinterherhinkt. Und in der Regel gleicht sich das locker aus. In der Regel ist diese sogenannte Aufwertung höher als die Inflation. Aber heuer beispielsweise haben wir, wie schon in den Jahren 1990, 1991, aber 2012 und 2014, nur da nicht so stark ausgeprägt, aber heuer haben wir eben den Fall, dass tatsächlich die Inflation deutlich höher ausfällt, als die Aufwertung bei Pensionsantritt betragen würde. Und darum, damit es nicht zu diesen massiven realen Einkommensverlusten für neu antretende Pensionistinnen im Jahr 2024 kommt, deswegen haben wir diese Schutzklausel eingeführt. Und das ist auch sehr gut in diesem System, in unserem Pensionssystem, das an sich, wie ich schon erwähnt habe, recht gut funktioniert, auch diese Verluste immer wieder ausgleicht, dass man trotzdem in Sonderzeiten, in Sonderjahren, wo es besondere Härten gibt, auch entsprechend reagieren müssen. Darum halten wir es auch nicht zwingend für notwendig, dass wir eine allgemeine Anpassung machen, wie sie gefordert wird, sondern dass man tatsächlich dann, wenn es notwendig ist, entsprechend reagiert. Und das tun wir jetzt auch. Erlauben Sie mir noch im Anschluss einen Abänderungsantrag einzubringen. Und zwar, es geht hier um eine Klarstellung, dass ich die Anpassung der Sonderpension nach dem jeweiligen Materiengesetz richtet. Und zwar, das ist der Abänderungsantrag der Abgeordneten August Wüginger und Markus Kotzer und Kolleginnen und Kollegen zum Gesetzentwurf im Bereich des Ausschusses für Arbeit und Soziales 2241 der Beilagen über den Antrag 3533a betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauernsozialversicherungsgesetz, das Allgemeine Pensionsgesetz und das Beamtenkrankenunfallversicherungsgesetz geändert werden. Das ist Top 3. Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen. Der eingangs bezeichnete Gesetzentwurf wird wie folgt geändert. Artikel 1, Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, wird wie folgt geändert. In § 790 Absatz 2 dritter Satz in
in der Fassung der Ziffer 4 wird nach dem Wort Leistung die Wortfolge nach dem jeweiligen Materiengesetz eingefügt, wie zuvor erwähnt. Artikel 2, Änderung des gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes, wird wie folgt geändert. In § 409 Absatz 2, dritter Satz in der Fassung der Ziffer 4 wird nach dem Wort Leistung die Wortfolge nach dem jeweiligen Materiengesetz eingefügt. Artikel 3, Änderung des Bauernsozialversicherungsgesetzes, wird wie folgt geändert. In § 404 Absatz 2, dritter Satz in der Fassung der Ziffer 4 wird nach dem Wort Leistung die Wortfolge nach dem jeweiligen Materiengesetz eingefügt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit dem heutigen Gesetzesbeschluss garantieren wir einerseits, dass die bestehenden Pensionen nicht an Kaufkraft verlieren, und garantieren wir auch, dass diejenigen Menschen, die unter den zuvor genannten Voraussetzungen 2024 in Pension gehen, ebenfalls keinen Kaufkraftverlust erleiden. Ich bitte um breite Zustimmung. Danke. Sagt Markus Kotzer, der Sozialsprecher der Grünen.